Liebe Leute, jetzt müssen wir mal ganz, pst, ganz leise. Also, ich sag mal so, die nächste Nummer sah ich gar nicht erst. Oh, ja, also, keine Ansage. Einfach jetzt mal die Ohren auf 7:30. Ich mach's mal vor, so. Hier. Ein Lächeln sitzt neben dem anderen. Also mir geht's auch gut, echt. Ich wohne jetzt seit Silvester in meinem neuen Haus. Ich hab gebaut, mir Schwobe baut ja. Und zwar habe ich gebaut ein rundes Haus, komplett rund. Rundem Bad, rundes Wohnzimmer, runde Küche, runder Flur, alles rund. Ja, weil meine Schwiegermutter hat gesagt, jetzt wo du doch neu baust, wird wohl noch eine Ecke für mich frei sein. Ja, wir sind ja clever. Und dann habe ich gedacht, jetzt wenn du in ein neues Haus eingezogen bist, da fängst du gleich ein komplettes neues Leben an. Ich mache jetzt Sport. Dreimal die Woche bin ich auf dem Golfplatz. Wahnsinn. Hey, das macht voll Spaß. Also der Abschlag, ich habe einen Drive von 300 Meter. Ich stehe da. Und dann geht der ab. Und dann habe ich ein Problem. Weil dann suche ich 2 Stunden den Ball. Ja, am Anfang habe ich auch gelacht, bis ich gemerkt habe, dass meine Augen immer so gut sind. Jetzt sagt meine Frau zu mir, weißt du was, nimmst du Opa mit? Der ist zwar 83 Jahre alt, aber der hat noch Augen wie ein Luchs. Ja, jetzt stehen wir am Golfplatz, ich am Abschlag, der da und ich wieder. Er am Kugel, 300 Meter in diese Richtung, dann sind wir los. Dann haben wir 2 Stunden den Ball gesucht. Dann habe ich gesagt, was soll denn das? Ich habe gedacht, du hast den Ball gesehen. Er sagt, da habe ich auch, aber ich habe es mittlerweile vergessen, wo er liegt. Ja, so kann es gehen. Und jetzt nehme ich halt meinen Freund Willi mit. Ja, der Willi, das ist wirklich ein toller Kumpel, der ist jetzt in meine letzte Wohnung eingezogen. Jetzt hat er mich gefragt, du, wo du letztens tapeziert hast, wie viele Rolle Tapete hast denn du gekauft? Dann habe ich gesagt, 18 Rolle. Kam er gestern wieder. Und hat gesagt, was soll denn das? Ich habe 11 Rolle übrig. Habe ich gesagt, das hatte ich damals auch. Und dann hat er mir sein Jagdzimmer gezeigt. Ein Wahnsinn. Ein Jagdzimmer. Ihr müsst euch vorstellen, der hat das Schlafzimmer umgebaut. Da hängt eine Trophäe nach der anderen. Ganz links ein Riesenelchgeweih. Rechts ein 18-Ender Rothirsch. Wahnsinn. Und mittendrin, aber genau in der Mitte, ein Porträt von seiner Ehefrau. Da habe ich gesagt, was soll denn das? Was ist denn das für eine Trophäe? Sagt er, sei still. Das ist der größte Bock, den ich je geschossen habe. Sagt er zu mir, weißt du, bist ja glücklich verheiratet. Da sag ich, ja, ich bin glücklich verheiratet, aber ab und zu bin ich auch eifersüchtig. Und ich habe meine Eifersucht auf die Probe gestellt. Meine Frau kam letzte Woche zu mir und sagt, du, wir gehen auf den venezianischen Maskenball, da gehst du mit. Da sag ich, nee, das kann ich nicht, ich habe Nachtschicht. Aber ich bin doch hin. Ohne, dass es gewusst hat, mit dem Kostüm vom Willi. Ich in den Saal rein, schwarzes Kostüm, schwarze venezianische Halbmaske, da habe ich es schon gesehen. Rotes Kostüm, rote venezianische Halbmaske. Dann fing die Musik an zu spielen. Und da bin ich auf sie zu und habe gesagt, oh, darf ich bitten, schöne Frau,
tanzen sie mit mir die Samba. Ach, sind ihre Augen blau. Bitte sagen Sie nicht nein. Es ist schön, Sie anzuschauen. Sind Sie auch wie ich allein da? Wollen wir uns zur Sektbar trauen, um für uns allein zu sein? Und wir tanzten viele Stunden, eng umschlungen bis zum Schluss. Und ich gab ihr tief empfunden einen langen Abschiedskuss. Sie fragt, quando, sag mir wann. Wann sehen wir uns einmal wieder? Und ich sagte ihr so dann, vielleicht morgen irgendwann. Ja, jetzt geht's los. Ja. Noch bevor sie mich erkannte, lief ich heim, oh welch ein Kraus. Mein Gesichtsausdruck verspannte. Frau, die war zu Haus. Sie sagt, du, mein lieber Mann, ohne dich wollte ich nicht ausgehen. Mein Kostüm, das hat so lang meine liebe Mutter an. Deine Schwiegermutter. So kann's da gehen. Ich hab ihr das natürlich nie gesagt, ne? Sonst hätte ich in meinem Rundehaus bestimmt noch eine Ecke gefunden, ne? Ja, aber der Willi sagt zu mir, siehste, deine Frau, die liebt dich. Bei mir war das am Anfang auch so. Ich kann mich noch gut erinnern, fing der an zu heulen. Meine Frau war noch keine 16, da hab ich sie kennengelernt. Und wir haben uns geliebt, hat er gesagt. Richtig geliebt, im Gatterhäusle von ihrem Vater. Und dann kam ihr Vater und hat mir die Pistole an den Kopf gehalten und hat gesagt, du weißt, dass sie noch keine 16 ist. Entweder du heiratest sie oder du gehst für 20 Jahre in den Knast. Wenn ich das vorher gewusst hätte, gestern wäre ich entlassen worden. Aber dann hellten sich seine Augen schon wieder auf und sagt, aber ich hab's geschafft. Ich hab sie für eine Zeit lang los. Weißt, meine Frau hat im Edeka eine Dose Pfirsich geklaut. Dann ist sie erwischt worden, kam vors Gericht. Dann sagt der Richter, gute Frau, wie viele Pfirsiche waren denn drin in der Dose? Hat sie gesagt, Herr Richter, 6 Stück. Sagt er, gut, dann verurteile ich Sie zu 6 Tagen Haft. Hat er wieder ganz schnell die Hand hochgeschreckt und hat gesagt, Herr Richter, ich wollte nur sagen, letzte Woche hat sie noch eine große Dose Erbsen geklaut. Ja, so ist es halt im Leben. Manchmal geht's hoch, manchmal geht's runter, manchmal haben wir so Riesensteine im Weg, manchmal geht's ganz eben. Und darum machst du so wie ich, lebt nach meinem Motto. Genieße die Tage, denn schnell ist vergangen die Zeit. Heute ist heute und morgen, das ist gar nicht weit. Lebe dein Leben mit Freude, vermeide den Frust, dass du dich irgendwann später nicht fragen musst, wo. Und singe und
und tanze und trinke, denn so macht das Leben der Spaß. Und bei düsterem Himmel, da lächelt die Sonne im Nu. Und hörst du irgendwann dieses Lied, sing, sag du laut dazu. Oh, schön waren, yeah, die Jahre. Oh, ich denke an sie gern zurück. Sie waren voll Freude und Glück. Kommt, liebe Freunde, macht mit, stimmt alle mit ein. Wir wollen ab jetzt nicht mürrisch, sondern nur fröhlich sein. Wenn wir nachher gut gelaunt auseinandergehen, yo, sagen wir irgendwann später beim Wiedersehen, yo, schön waren, oh, oh, die Jahre, oh, oh, ich denke an sie gern zurück, sie waren voll Freude und Glück, yo, ich denke an sie gern zurück. Voll Freude und Glück. Geht's euch gut? Ist euch auch so warm? Ist doch ein Wahnsinn. Och. Deo, Deo, hast du deine Deo-Rolle heute dabei? Deo, Deo, mit nem Deo-Rolle bist du sorgenfrei. Kommst du von der Arbeit ganz verschwitzt nach Haus, packe deine Deo-Rolle vorher aus. Und bringst du deinem Schatz dann ein Blumenstrauß, packe deine Deo-Rolle vorher aus. Verfallen die Kollegen und auch fliegen in Hypnose, packe deine Deo-Rolle vorher aus. Treib dir dein Chef am Morgen schon den Angstschweiß in die Hose, packe deine Deo-Rolle vorher aus. Ob Mann, ob Frau, ob Kind, ob Greis, keiner leidet mehr an Achselschweiß. Nimm mein Mumm, dein Mumm, 8x4, 24 Stunden garantiert er dir. Deo, mit nem De, mit nem De, mit nem De, mit nem De, mit nem De. Mit nem Deo-Rolle bist du sorgenfrei. Und jetzt singen wir noch ein Lied für unsere Bundeskanzlerin, für die Angela Merkel. Die schaut immer so traurig aus im Fernsehen. Ach Gott! Ach Angela, im Film und Fernsehen flimmer. Siehst du so oft traurig aus? Immer allein, immer durch Hotelzimmer. Dein lieber Mann, der schläft zu Haus. Ich geb dir, oh, schenk dir mal. Dann bist du in deiner Suite nicht allein. Oh, oh, oh. Und hast einen treuen Freund, der mit dir allein durch die ganze Nacht erträumt. Dann bist du und erlesen. Holden Herren und erlesen, ich darf euch den Mann,
der tollen Töne der sanften Stimme einmal vorstellen. Das war unser Troubadour, Werner Strobel von der Fidelia aus Lohnsfeld. Lieber Werner, dieser Stimme könnte man stundenlang lauschen und die Leute haben noch immer die Ohren auf halb acht gestellt. Und wir sagen dir Dankeschön, dass du heute bei uns warst und rufen dir zu, drei donnernde A, A, A und Ausmarsch. Hey.